Willkommen zurück zu Borderlands mit Roland und Lilith. Hallo. Hallo. Bewohner. Let's fetch. So, wir gehen Quests einlösen. Juhu. Ne, wir haben doch da jetzt gerade das Quest ausgewählt. Ne, trotzdem lösen wir die doch erstmal ein. Nee. Doch. Und ich? Nicht laut meinem Weg. Na dann fahr du doch mal alleine hin. Ich geh Quest einlösen. Tschüss. Gott, der hat Autofahren. Oh. Oh. Oh, ein geiler Schild. Nice. Echt? Muss ja aussteigen, Mann. Bin erst einmal. Muss ich da selber jetzt auch hingehen oder kriegt das wieder nur einer? Ja, das wäre scheiße. Also, weil ich hab nichts. Glaube ich. Ein 145er Schild. Nee. Hab ich nicht. Echt nicht? Nee. Und sprich mal nochmal den an? Hab ich schon. Das gibt's nur einmal. Das ist ja scheiße. So, was war denn jetzt hier mit der einen SMG? Hier ist aber ein 117er Schild zum Verkauf mit Feuerschaden. Was? Du hast nicht genug Platz. Haha. Ich bin voll. Ja, nichts Neues. Tschüss. Tschüss. Button? Sollen wir denn überhaupt fahren? Ja. Was soll man da machen? Tagebücher einsammeln. Achso. Aber ohne fahren dann, ne? Hier hängt's. Muss mal aussteigen hier. Ey, hör auf. Ich bin Patricia Tennant, wissenschaftliche Beraterin bei Saal. Tag 1 auf Pandora. Meine Vorgesetzten haben mich hierher versetzt, um nach zurückgelassener Alien-Technologie zu suchen. Ähnlich der, die unser Konkurrent, die Atlas-Firmengruppe von Prometheus entdeckte. Und die sie zu der Supermacht werden ließ, die sie heute ist. Es ist äußerst unwahrscheinlich, hier auf etwas derartiges zu stoßen. Aber meine Wohltäter glauben so fest daran, dass sie mich hier verheizen. Ich bin erst 3 Stunden hier und schon habe ich das hätte ich vorhin schon einpacken können, das Tagebuch. Nee, konnte man nicht. Doch, das hing da schon. Ja, aber man konnte es nicht mitnehmen. Achso. Du hast es wieder probiert. Jo, weil ich dachte, das wäre was anderes. Was oh, Waffenkiste. Muss raus. Hier hängt doch gleich das nächste Ding. Ist ja so gedacht, ja. So, SMG. Mit Feuerschaden. Und eine Pistole. Tag 43 auf Pandora. Jedenfalls glaube ich, es ist mein 43. Tag hier. Habe ich das jetzt automatisch mit aufgesammelt, oder? Ja, das hing hier nebenan. Eine Planetenrotation, also ein Tag, dauert über 90 Stunden. Die Leiter auf diesem Staubklumpen hier sind wohl das bonierteste, was ich in der ganzen Galaxie gesehen habe.
Wenn ich Ihnen Fragen über die Kammer stelle, ernte ich alberne Kinderreime und wirres Gerede über einen, der einen kannte, der einen kannte, der einen kannte. Sie plappern wie Betrunkene oder geistig Behinderte und sie nehmen mich gar nicht richtig wahr. Würde ich an die Hölle glauben, ich würde sie mir vorstellen wie Pandora. Andererseits, würde ich an so etwas glauben, wäre ich auch nicht besser als diese Neandertaler hier. Okay, irgendwo hier. Oben auf dem Dach. Vermutlich. Ne, in dem Container, ich sehe schon von hier. Nee. Doch, auf dem Dach. Echt? Ja. Das ist halt eine Frösche. In dem roten Container. Hier so? Mhm. Heute ist der 76. Tag. Als ich vorhin aufwachte, hoffte ich zunächst, alles wäre nur ein Albtraum gewesen. Wir hatten 36 Stunden damit verbracht, unser Camp näher an die Ausgrabungsstätte zu verlegen, als wir plötzlich von Skeks angegriffen wurden. Wilde Kreaturen und hungrig nach ihrem Winterschlaf. Die Hälfte meiner Leute wurde gefressen. Ich überlebte, weil ich mich unter einem Kollegen versteckte, der über mir zerfetzt wurde. Sein Name war Karl. Ich habe mich sogar gefreut. Karls Hocker war nämlich bequemer als meiner. Ich schnappte mir den Hocker. Und dann bemerkte ich das Leuchten der Steine an der Grabungsstätte. Hä? Ach, hier oben irgendwo, wa? Ja. 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 Huch. Boah, wieso kann ich... Wie so ein Behinderter. Und runtergeleckt. Ach, du hast mich runtergeschoben, Pisser. Du kleiner Pisser, du. Scheiße. Die Karre steckt fest. Na super. Weil wir seit Tagen kein Wasser haben. Mein Geisteszustand passt sich wohl dem der anderen Ausgrabungsteilnehmer an. Die Untersuchung der Symbole und leuchtenden Muster hier erbrachte endlich den Beweis, dass Aliens hier auf Pandora gewesen sein müssen. Die fällige Feier fiel aber bescheiden aus, da mir nur zwei Kollegen geblieben sind. Und die Fette, diese Chimay, kann ich nicht leiden. Es heißt ja, wissenschaftliche Erkenntnis fordere Opfer. Aber ich hatte nie verstanden, was damit gemeint war. Bis jetzt. Wieso bist du weitergefahren? Ich bin nicht weitergefahren. Achso. Ich hab gesagt, das Fahrzeug steckte fest. Das ist ja, weg? Weil ich neu geholt hab. Und dann hast du dich neben mich gebeten? Nein, ich bin gerade wieder angefahren. Alter. Hä? Achso. What is wrong with you? I don't know. Na, was ist mit dir wrong? ich wollte gerade sagen, den hast du nicht erwischt. Jetzt Mann. Muss ich mal kurz gucken. Ah, ja. Ja. Was war das denn? Raketenwerfer. Achso, hier können wir gleich lang. Das war ein großer. Ja, den kann man einfach überfahren. Klar. Au. Ups, Alter. Denk mal an meine Frisur. Oh, hier kommen wir wieder lang. Leck mich doch. Ja, da können wir doch ja, durchlaufen. Ich kann ja auch mit Auto. Dann müssen wir da so rumfahren. Ach, Auto ist langweilig. Ja, ein bisschen schießen hier. Oh, die sind ja stark! Eieiei! Oh, ich hab noch, einen HP. Ich bin schon down. Dann hau ich ab. Ich bin down. Oh, der eine hat Level. Ja, ja. Level up! Schau! Ich hab so ein Stiegelding abgeschnitten. Ich verpiese mich. Oh, da ist ja wieder der stark. Ich bin down. Kannst du zu mir kriechen? Kann ich ja.
Nein! Ich bin tot! Wir müssen wieder von vorne anfangen. So, dann lasst uns mal einen neuen Spielstand. So, jetzt soll ich da hin. Leck mich! Du kannst ja ein Fahrzeug holen, du bist am Firestone. Wo denn? Nee, ich bin nicht in Firestone. Ne, hier woanders halt. Bei dem Typen. Gibt's hier Fahrzeug? Nee. Hier aber, ich kann nicht abholen. Raketenwerferwagen oder MG-Wagen? Ich hab die Karre. Hey. Ach, ich kann ich mich denk, ja hin. Du bist nicht in Dings, in Firestone. Nein, ich war hier bei unserem. Ach, stimmt, dein Name ist ja auch ein Ding. Ja. So. Das Problem ist, wir müssen darin, um das Tagebuch zu holen. Ja. Hast du die noch fliegen sehen da eben? Ja. Kamikaze. Na dann viel Spaß. Ich warte, bis das Ding wieder heil ist. Rechts sind zwei. Mal kurz hier eine. Easy! Was denn mal? Und die sind die Sniper aber und viel Kacke. Nein, nicht die Sniper, die SMG-Dinger. Trifft er? Schlecht. War alle weg. Tag 172. Lol, sollst du das Fahrzeug kaputt machen? Ich hab's kaputt gemacht, ja. Du bist fast tot, ne? 118er Schild. Ja, jetzt hab ich doch 117. Und trotz ihrem Gehuste und Gewürge versuchte ich, unser, nun ja, Gespräch zu genießen. Denn ich wusste, es würde so rüstet da gleich aus, ja? Weiß ja nicht. Als ich sie dann erstickte, um endlich weiterarbeiten zu können, merkte ich, dass sie es bereute, mich drum gebeten zu haben. Wo bist du nur hin? Jedenfalls. Dein Vater? Die werden heute nicht hungrig einschlafen. Schnorrer hat eine Kiste geöffnet. 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 Du würdest sozusagen Tagebuch über das Looten. Über dein Looten wird Tagebuch. Ah, mir fällt gerade was ein. Wir können hier mal kurz rein. Erstmal müssen wir an den Level 5. Oh, der ist sogar Level 5. Hä? Du überfährst den, gibst du 30 XP? Jo. Was ist das? Ich hab probiert ihn zu retten, aber. So. Wenn wir unten sind, kommen kleine, diese kleinen Wichser raus. Die sind ziemlich stark. Wichser. Oh ja, kleine Wichser. Die haben, glaube ich, eine Shotgun. Lass uns die Kle. Aber die haben dann eine Waffekiste. Eine Shotgun. Eine Waffekiste. Hm. Rechts hier. Ach so, die. Sehr gut. Das war ja easy.
1000 XP, für was denn? Aber wieder nur Shit. Sniper. Mit 70 Damage. Nehme ich mit zum Verkaufen. Ist ja gleich ein Automat hier. Ja, Markus Automatos. Oh, SMG mit 47x2, alter Falter. Aber echt? Ist natürlich Level 16. Ach so. Also gibt's denn sowieso bessere? Vermutlich. Daher. Vielleicht. So, können wir dann hier noch was verkaufen? Weil der Level 4 Snapper ist bis jetzt die, die mit dem meisten Schaden hat. Ist ja lustig. Hau doch ab. Was denn? Drehst bloß um, oder? Bestimmt. So. Hey, wieso fährt denn der? Nicht. Achso, ich muss ja mit der Maus. Ah. Hm. So. Jetzt müssen wir ja die Teile. Jo, nächste Folge. Nächste Folge. Nächste Folge? Machen wir etwas schon wieder? Ich mach Schluss, ja. Schluss? Das ist ja komisch. Tschüss. Mon Dieu. Vor allen Dingen. Huh. Ich vergaß. Ja. Das ist ein Raketenwerk. Jo, dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Spitze, bedanke mich. Tschüss.